Folge 242 von Simotrans. Ja, letztes Mal hatten wir hier den Wagen. Müssen wir den Fahrplan noch ändern? Der soll da jetzt mal wegfahren, damit wir weiterbauen können. Das ging ja letztes Mal nicht, was bei Simotrans ab und zu mal das Problem ist, wenn man eine Linie ändert. So, und jetzt können wir ihm sagen, tschüss. Aber wir können ihn nochmal aufmachen, denke ich mal. Ach, der fährt sowieso nur das kurze Stück, da ist alles gut. Jetzt reißen wir natürlich die Straße hier schnell ab. So, dann kann da auch keiner hin. Die Buchten sind alle erreichbar, genauso wie das über das Schild gesteuert wird, läuft. Jetzt brauchen wir Bahngleise, die da durchgehen. Und einen Bahnsteig, der da auch durchgeht. So, mit ist das dann fertig. So, jetzt müssen wir nur gucken. Nein, nicht hier die falschen Tasten drücken. So, wir sind hier rechts und haben da das Halt vor allen Bahnhöfen. Das passt eigentlich. Obwohl, besser wäre es ja, wenn dieses Haltschild gar nicht hier vor wäre, ne? Dafür müssten wir die Brücke aber umbauen. Weil dann... Man muss es eigentlich so machen, dass man hier ausschert und macht das Gleis hier rüber. Hier macht man einen Wegpunkt hin, den alle anfahren. Und dann fahren die definitiv auch an diesem Halteschild vorbei. Züge, die durchfahren, machst du einfach hier lang fahren lassen. Die nehmen den direkten Weg wahrscheinlich. Gut, okay, lassen wir mal so, machen wir jetzt kein Theater von. Da fehlt noch eine Stromleitung, wie ich gerade sehe. Das wäre schief gegangen, ne? So, jetzt passt das auch. So, jetzt haben wir das alles umgebaut, bis auf das Durchfahrtsgleis. Da steht aber noch ein Zug, den wir definitiv wegschicken wollen. So, Fahrplan. Du fahr mal dahin. Und dann kriegen wir das Gleis da schnell weggerissen. So, jetzt können wir ihnen aber auch sagen, komm wieder hierher. Obwohl, eigentlich hat er genug Material da drin. Lass ihn weiterfahren. Ach, jetzt ist auch egal. Dann wird er nochmal voll werden. So, das haben wir auch. Wo fährt er jetzt hin? Fährt er jetzt in das Gleis rein? Könnte sein, ne? Ah, er fährt so rum da rein. Auch gut. So, aber jetzt müssen wir hier uns noch gerade anschauen, wie dieser Knoten hier wegkommt. Hier sollten wir vielleicht eine Brücke bauen. Ich glaube, wir ändern das mal so. Da, da. Und der soll nach da fahren. Und dann reißen wir diese Gleise hier mal weg. Dann sieht das schon besser aus. Dann machen wir das gleiche nochmal auf diesem Stück so. Und würde das jetzt so wegreißen wollen. Dann sieht das auch besser aus. Oh, das war jetzt schlecht. Und schnell noch Strom an die Leitung. Okay. Irgendwie sieht es gerade anders aus. Was hat er denn da jetzt gebastelt? Habe ich das Falsche gemacht? Okay. Und ich möchte dieses dahin haben. Und es sieht trotzdem so komisch aus. Sehr interessant. Okay, kann ich jetzt nicht ändern. Weiß nicht wie, wenn. So, wir wollten hier aber definitiv mit der Geschichte eigentlich hier nicht so komisch kommen. Das heißt, die Brücke muss ja so rum. Das würde bedeuten, wir kommen... Ah, wir können das aber auch anders machen. Wir machen das nochmal hier so hin. So ist es richtig. Ja. Na, das hätten wir jetzt uns sparen können, das letzte Stück. Das lassen wir weg. Und wir müssen jetzt hier eine Brücke bauen. Das heißt, wir reißen mal hier die Straße weg. Und gehen da hoch. Vielleicht gehen wir besser einen vorher hoch.
Jetzt haben wir das natürlich so gemacht, dass das super schlecht ist. So, das passt schon mal. Schnell die Oberleitung noch da dran. So sieht's aus. Komischerweise zeichnet er mir jetzt gerade die andere Oberleitung, die ich da baue. Ich habe doch immer den Standard genommen, oder? Habe ich mich vertan? Hä? Verstehe, wer es will, oder? Das vorher wäre so bis 160. Ich habe die Oberleitung Standard genommen bis 160 km/h, weil... Ich glaube, das haben wir dann dahin gebaut, ne? Ja, okay, jetzt sieht es dann so besser aus, oder? Oder auch nicht. So, jetzt müssen wir aber schnellstens hier noch was machen. Und zwar so. Dann die Leitung, nicht Leitung nicht, sondern das Gleis da durchziehen. Und dann haben wir diese Leitung da jetzt, oder was? Ja, da sieht es passend. Ach, da steht ein Signal, deswegen sieht es da so komisch aus. Ja, das Signal müssen wir dann noch wegnehmen. Die Frage, wo das steht. Ich glaube da, ne? Ja, Glück gehabt. Nochmal die Leitung kurz gerade ziehen, ob das besser aussieht. Ja, tut es. Und jetzt kommen wir mit dem Haltsignal. Was ist hier anders? Die Schilder, die. Was ist hier anders? Was habe ich falsch gemacht? Hier hat sich was geändert. Haben wir ein Versionsupdate gehabt? Richtungssignal freie Fahrt. Richtungssignal Halt. Auswahl Endeschild. Irgendwas passt hier nicht. Mir fehlen da gerade ein paar Leitungen, würde ich jetzt sagen. Ein paar Schilder. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe hier gar nicht das Bahnhofsauswahlschild, oder? Okay, das sieht alles neuer aus. Gab es ein Update und ich habe das im Hintergrund irgendwie mal gemacht. Hackescher Bahnhof, Nebenstreckenbahnhof. Auswahlschild Ende, das ist ja richtig. Ich habe hier kein Auswahlschild mehr. Habe ich letztes Mal eine andere Versionsnummer gehabt? Weiß ich nicht. Ich meine aber, ich habe die 1.2, oder? Lass uns erstmal gerade schnell die Brücke bauen. So passt's auf jeden Fall. Ist auch schon angeschlossen, sehr gut. Aber da ich immer Angst habe, ob das klappt oder nicht klappt, mache ich das lieber so. So, Brücke ist gebaut, Straße kann da rüber. So, hier fehlt mir jetzt das Haltschild. Jetzt wird's schwierig, ne? Okay, die können noch immer da lang fahren, aber ich habe das Haltschild hier nicht mehr. Ja, das ist ja jetzt krass, oder? Auswahl-Ende-Schild, das ist ja richtig, aber mir fehlt das Schild. Das normale Schild. Wo sind die Sachen geblieben? Okay, der fährt jetzt da im Kreis. Keine Ahnung warum. Ja, das ist ja jetzt komisch. Das war schon der richtige Bahnhof, ne? Was macht der gerade hier? Bahndepot. Es hat man nicht. Es muss was neu gekommen sein, aber leider fehlt mir ein bisschen was. Das ist das größte Problem. Mir fehlt definitiv das Bahnhof-Auswahlschild.
Das fehlt mir jetzt. Ich habe auch nichts Falsches angeklickt, oder? Straßenbahnwerkzeug. Straßenbahnwerkzeug. Gibt es hier so ein Schild? Nicht wirklich, wäre auch komisch. Signal, Blocksignal, Auswahlsignal. Da gibt's eins, aber da nicht. Nebenstreckenbahnhof, der sieht bestimmt viel cooler aus wie das, was wir bisher haben. Das ist, denke mal sowieso, dass es hier ein bisschen schicker geworden ist. Definitiv, wir haben wahrscheinlich definitiv ein Versionsupdate. Und mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass es hier ein Warnsignal fehlt. Ja, das ist jetzt ein bisschen spooky für mich. Jetzt ist die Frage, wie weit klappt das alles so, wie ich mir das vorstelle? Hier fahren definitiv jetzt Züge durch. Das ist schon mal gut. Hier können wir definitiv noch was abreißen eigentlich, aber ich lasse es jetzt so, weil mein Schild jetzt das einzige ist, was ich hier habe. Wo ist denn der jetzt da? Ach so, der fährt jetzt einen Haltepunkt an, der da ist. Warte, das können wir noch definitiv ändern. Lupe ist ausgewählt. Der ist jetzt den Haltepunkt angefahren. Fahrplan. Genau, freier Wegpunkt ist das. Die Holzlinie müssen wir ein bisschen ändern. Der freie Wegpunkt muss anders. Mach das mal ruhig dahin. Und lösch den freien Wegpunkt raus. Dann fahren die auch mal richtig, ne? Jetzt weiß ich natürlich gerade nicht, ob hier 100% Laden war. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, ne? Hat wieder gut geklappt, oder? Das ist Stahlwerk. Stahl, also Linienstahl. Linie Schrott und der. Güterzug Obst, okay. Drei verschiedene Linien sind das. Die Holzlinie ist jetzt hier. Die fahren immer hin und her, ne? Ohne Ladung. Der wartet da irgendwo. Der fährt. Ich glaube, wir müssen hier mal definitiv was runternehmen. Und zwar nehmen wir den mal nicht laden, haben wir auch schon, dann kann der auch schon gleich weg hier. Statistik, nee, Fahrzeugdetails, ausmustern, weg ist er. So, der ist nämlich schon eine längere, oder wie sehe ich das? Ja, Nutzholz, da müssen wir mal gucken, dass wir den dann auch noch länger kriegen, ne? Geld, hatten wir darüber gesprochen, ne? Der Michael hat geschrieben, Fahrzeugkäufe 23 Millionen, jetzt haben wir 18, ihr Miese. Deswegen, das läuft noch, wir sind immer noch im Plus. Solche Züge müssen wir natürlich vermeiden. Die müssen wir demnächst noch machen. Wie diese ja auch viel zu kurz sind. So, wir sind hier aber erstmal soweit gut durch, glaube ich. Das Problem ist, dass hier nicht ausgewählt werden kann. Naja, da muss ich mich nur drum kümmern, ne? Dann fahren die da. Na, ich weiß nicht, hier ist es ein bisschen tricky, was diese Linie angeht. Eigentlich müssten wir mal gucken, dass dieses hier von da nach da noch geht. So, und dann eher von da nach da weg. Dann kann der da lang fahren, das ist gut. Die fahren dann raus da lang, das wäre auch okay. Ich glaube, das kann weg. Und das kann auch weg. So sieht's doch schon einigermaßen aus, oder? Das kann weg.
Das kann weg. Das kann weg. Die fahren so lang eigentlich gerade durch, fahren jetzt aber hier lang, weil sie da noch nicht dürfen. Das Haltesignal will ich jetzt gerade... Ach komm, das ist Pillepalle eigentlich, ne? So ist es richtig und das Signal muss da weg. Toll, dass er erste Straßenlinie weggemacht hat und dann 160 km/h. Und wir haben da wohl diese Linie gemacht, diese. Weg ist nicht, ach, warum steht das Signal da noch? Ja. Jetzt hat's geklappt, weil das Ganze an einer anderen Stelle stand, ne? Jetzt findet einer keinen Weg mehr. So, jetzt ist Strom wieder da. Oder was sagt er? Er sagt was anderes. Findet keinen Weg mehr. Das ist er. Fahrplan einmal. Freier Wegpunkt, alles klar. Das heißt, die Maschine statt Schrott muss auch geändert werden. Und zwar bekommt er dieses Gleis als Stopp. Es gibt auch kein Dingens hier, keine Geschichte mit, ja, wisst schon, was ich meine. Mit 100% Laden bei Maschine Stahlschrott. So, das war Maschine Stahlschrott? Nein, ne? Doch. Gucken wir gerade lieber rein. Der hat aber den Haltpunkt. Da gibt's auch noch, bei Stahllinie gibt's auch noch den falschen Punkt. Nee, darfst jetzt gerade nicht wegfahren. Ich brauch dich gerade, um an die Linie zu kommen. Linie ändern. Löschen. Freier Wegpunkt. Und dann fügen wir den wieder hinzu. Fertig. Das passt. Ah, der fährt jetzt einmal hin und her wegen nix, ne? Er steht da noch wegen nix. Das kann zu, das war erledigt. Naja, der ist sowieso schon weg. So, jetzt ist die Frage. Wo kriege ich meine Haltepunkte her? Meine Schilder her? Ja, ich würde sagen, da hilft mir bestimmt die Community. Leute, guckt mal nach, ob ihr da was findet, ob ihr da was rausfindet, was ich hier verkehrt habe. Ob ich hier irgendeine Version habe, die nicht richtig funktioniert oder sowas, weil mir fehlt definitiv hier der Haltepunkt, ne? Ich könnte natürlich alternativ, wenn es denn geht, den hier nehmen, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wahrscheinlich kann man es hinstellen, ne? Ne, mag er noch nicht mal. Der mag die Linie nicht, das heißt, das ist nicht das richtige Schild. So, und sonst wüsste ich nicht, was ich falsch gemacht habe, oder? Okay, da müssen wir dran arbeiten. Ich muss gucken, was Sache ist. Vielleicht schreibt mir einer in den Kommentaren das, was ich da falsch habe. Wäre super, wenn einer da sich auskennt, der Pumuckl vielleicht, der das ein oder andere Bild ja auch mitgemalt hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Interesse daran, würde sagen, dass ich mich freuen würde, wenn ihr ein Abo habt, und genauso gut würde ich mich freuen, wenn ihr die Glocke euch anmacht, damit ihr mitkriegt, wenn ich das nächste Video hochmache, und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!